Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Angular Tutorial. Heute wollen wir, also ich habe hier ein bisschen was entschlackt, im Endeffekt steht jetzt nur noch Hello Angular da und die Länge. Und wir wollen heute uns weiterhin mit diesem Klickhändler hier beschäftigen, der noch ein bisschen mehr kann, als ich euch letztes Mal erzählt habe. Und zwar gibt es noch eine sogenannte $Event-Variable, die man bei einem Klick immer bekommt. Und die kann man natürlich auch hier verwenden. Und ja, die sieht folgendermaßen aus. Ihr müsst hier einfach $Event reinschreiben, denn diese Event-Variable könnt ihr an die Funktion mitliefern. Achtung, das muss natürlich hier auch als Parameter definiert sein. Ich nenne es jetzt einfach mal E für Event. Das macht man eigentlich meistens so. Und ja, jetzt habt ihr dieses E hier auch zur Verfügung. Wenn ihr das hier nicht angebt, dann wird es einen Fehler geben. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr hier $Event mitliefert, müsst ihr hier auch E oder irgendwas anderes definieren als Parameter. So, und jetzt wollen wir uns einfach mal ganz kurz angucken, wie dieses $Event aufgebaut ist. Das machen wir einfach mal mit einem Alert, relativ langweilig, aber wir werden es dann genau sehen. Und ich wechsle mal kurz hier auf unsere Seite. Ihr seht, hier steht jetzt übrigens nur noch Hello Angular 0 und ja, ich lade das Ganze mal neu. Wenn ich hier draufklicke, dann steht hier plötzlich Object Mouse Event. Und das ist natürlich eine coole Sache, so weiß ich jetzt ungefähr, was mich zumindest erwartet. Jetzt hat dieses E natürlich Eigenschaften, auf die ich zugreifen kann und die möchte ich euch heute mal genauer vorstellen. Es ist vielleicht sogar ein bisschen besser, wenn ich das Ganze hier über einen console.log mache, dann haben wir das alles direkt. So, und jetzt können wir hier wieder mal auf unsere Seite wechseln und hier wird das Ganze jetzt geloggt. Schauen wir uns einfach mal kurz an, was in unserem Log drin steht. Mouse Event. So, und das Tolle am Loggen ist, also an der Konsole hier, ist, ich kann jetzt aufklappen und sehe hier, was ich alles zur Verfügung habe. Und das solltet ihr immer machen, wenn ihr nicht wisst, was hier gerade passiert. Einfach mal loggen und dann seht ihr hier, auf was ihr alles zugreifen könnt. Ihr könnt auf Alt-Key zugreifen, ihr könnt auf Bubbles zugreifen, ihr könnt auf Button zugreifen. Button ist bei mir 0 gewesen, das heißt die linke Maus. Wenn ich jetzt hier rechts mache, naja, dann ist es halt was anderes. Allerdings wird das nicht gelockt. Okay, dann haben wir hier mehrere andere Sachen, zum Beispiel Control Key. Wenn ich hier jetzt mit Steuerung drauf drücke, dann sehen wir hier, wird ein Mouse-Event wieder gelockt. Und hier sehen wir jetzt übrigens auch, also ich habe jetzt gerade mit Control und dann drauf geklickt, dann haben wir hier Steuerung, also Control Key auf True gesetzt. Dann natürlich Client X, Client Y, das sind die Koordinaten von dem Klick tatsächlich. Dann Movement, wenn ich jetzt hier meine Maus während dem Klicken bewege, dann habe ich natürlich hier immer noch so ein kleines Movement drin. Und das sind einfach sehr, sehr viele coole Eigenschaften. Dieses Screen X, Screen Y, das könnt ihr nicht ganz so objektiv benutzen, denn das ist bei jedem anderen. Screen X bedeutet der Offset vom Bildschirm. Das heißt, ich bin jetzt mit meiner Maus, also hier drauf geklickt, klar. Aber warum steht es hier 2050? Ganz einfach, weil ich links nebendran noch einen zweiten Monitor habe und der Monitor wird hier mit eingerechnet. Das heißt, hier müsst ihr vorsichtig sein, die Werte nicht unbedingt einfach so benutzen. Ihr könnt hier auch übrigens einige Sachen machen, wie zum Beispiel den Path rausfinden, wo geklickt wurde. Und das ist eine ziemlich mächtige Sache. Da findet ihr nämlich erstmal, also ganz oben ist immer das Window. Window ist immer ganz als erstes da. Dann kommt Document, dann ist es im HTML-Tag drin, dann ist es im Body-Tag drin. Klar, macht dir soweit Sinn. Dann sind wir natürlich im Root, also in unserem Root-Component drin. Dann sind wir hier in dieser Unordered-List, wo wir geklickt haben. Dann wiederum sind wir in unserem LI, also in unserem Listen-Element. Macht ja Sinn. Dann hatten wir den Tag App-Video verwendet. Und dann erst sind wir im Paragraphen und dort drin wurde dann geklickt auf den Paragraphen. Und das ist ein ziemlich krasser Pfad hier eigentlich. Ich kann das Ganze vor allem auch nochmal aufklappen. Das seht ihr dann, ist relativ heftig. Ich kann natürlich hier den Paragraphen aufklappen, kann rausfinden, welche URL das ganze Ding hat, kann die Kinder von dem Ding rausfinden, im Fall von Paragraphen keinen. Kann hier inner HTML und sowas auslesen. Also klar, das ist halt der Standard, was man immer mit jedem Object machen kann, das hier drin ist. Aber ich wollte euch nur mal zeigen, dass man hier auch den Path rausfinden kann. Und Shift-Key übrigens auch. Also ich habe jetzt hier mit dem Control-Key, also Steuerung gedrückt. Shift geht auch, das wäre Großschreibung, für die, die es nicht wissen. Und ja, hier haben wir auch eine Timestamp drin. Also wir haben in diesem Click-Event so unglaublich viele Informationen drin, die wir verarbeiten können und die vielleicht von uns irgendwie verarbeitet werden kann oder auch Sinn macht. Und ja, das wollte ich euch einfach nur kurz zeigen, damit ihr wisst, was hier passiert. Es gibt allerdings natürlich auch noch andere Events, die sehen dann ein bisschen anders aus. Das war jetzt ein Maus-Event und ist trusted, ist übrigens auch eine witzige Variable. Das bedeutet, ob der Klick auch wirklich von euch ausgelöst werden kann.
Oder wurde, vermutlich zumindest wurde, oder ob er irgendwie von was anderem ausgelöst wurde. So, ja, und jetzt wollen wir noch ganz kurz uns den Keyboard-Event angucken. Der sieht nämlich auch ähnlich aus. Beziehungsweise wir wollen erstmal noch was genauer ausgeben hier. Und zwar loggen wir jetzt hier einfach mal e.controlKey. Key. So, und wenn wir das jetzt hier ausführen, dann wird natürlich hier was anderes gelockt. Dann wird nicht mehr der komplette Event mitgelockt, sondern es wird einfach nur gelockt, ob Steuerung gedrückt wurde oder nicht. Also damit kann ich dann natürlich auch Vergleiche machen. Sieht folgendermaßen aus. Achtung, ich klicke hier drauf und dann sehen wir einfach False, weil ich gerade Steuerung nicht gedrückt habe. Und wenn ich jetzt drauf drücke, mit Steuerung gedrückt, dann kommt hier ein True raus. Das heißt, damit kann ich natürlich auch arbeiten. Also ich kann zum Beispiel vergleichen, if e.controlKey gleich gleich True oder if e.controlKey reicht einfach, dann mach irgendwas anderes, außer wenn, also wenn es zum Beispiel True ist, dann mach irgendeine andere Aktion, wie wenn es False ist zum Beispiel. Ja, und hier kann ich natürlich auf jede dieser Eigenschaften, die wir uns bei dem Maus-Event angucken konnten, also wirklich auf alles von diesem Maus-Event, kann ich mit diesem Punkt einfach drauf zugreifen. Also ich kann auch sagen e.altkey oder e.pagex oder e.returnValue oder e.timestamp. Kann ich alles machen, wenn ich möchte. Und ja, das wollte ich euch einfach nur kurz zeigen. Jetzt schauen wir uns noch den Keyboard-Key an. Keyboard-Event, sorry. Und der sieht folgendermaßen aus. Dann müssen wir natürlich hier ändern, dass wir nicht mehr auf einem Klick das Ganze ausführen, sondern wenn wir irgendeinen Buchstaben drücken. Und da seht ihr dann, warum diese ganzen Event-Variablen hier durchaus stark Sinn machen. Ich nehme da eigentlich immer meistens Key up. Ups, ja, okay. So sollte das sein. Key up bedeutet, wir lassen sozusagen unsere Buchstaben oder was auch immer wir drücken, unsere Pfeiltaste, lassen wir wieder los. Und das bedeutet, sieht dann folgendermaßen aus, wenn ich das jetzt wieder mal hier aufmache, klicke ich drauf und es passiert gar nichts. Ja, macht ja auch Sinn, denn ich habe ja gerade das Ganze auf ein Keyboard umgestellt und nicht mehr mit Maus. Das heißt, ich kann jetzt so viel drücken, wie ich möchte, es passiert nichts. Aber ich kann jetzt hier zum Beispiel auch anfangen, hier irgendwie Pfeiltasten zu drücken, auf meinem Feld zum Beispiel. Was hier allerdings nicht funktioniert, ups, jetzt habe ich das gerade zugemacht, was hier nicht funktionieren kann, weil ich ja natürlich hier nicht irgendwie dieses Feld anvisiert habe. Also ich müsste es anvisieren und dann müsste ich einen Buchstaben drücken. Deswegen muss ich jetzt hier gerade noch kurz ein bisschen mehr ändern. Und zwar, ich brauche keinen Paragraphen hier, sondern irgendwas anderes, was ich wirklich, dem ich auch Fokus geben kann. Ihr werdet gleich sehen, was ich mit Fokus meine. Input type gleich Text. Text. Okay. Und dann natürlich Ende von Input, wobei wir den eigentlich nicht brauchen. Tschüss mit dir. Und ja, jetzt sieht das Ganze so aus. Und jetzt wisst ihr auch, was ich mit Fokus meine. Ich kann dem Ding hier einfach Fokus geben, indem ich reinklicke und da bleibt dann auch mein Fokus drauf. Das heißt, ich kann dieses Ding hier hovern, beziehungsweise ich kann auch reinklicken und ja, da bleibt dann eben meine Möglichkeit. Und jetzt kann ich hier drin sagen, hey, ich möchte irgendeinen Key drücken. Zum Beispiel möchte ich Pfeiltaste drücken und dann sehen wir hier ein Keyboard-Event, auch wenn hier überhaupt nichts passiert ist und der Counter hier geht auch hoch. Und ja, das ist sozusagen was Wichtiges, also wir sehen hier auch direkt, welcher Key das war. Ich habe hier mit Pfeiltasten rumgespielt, ich kann natürlich auch irgendwas anderes drücken, also irgendwelche anderen Buchstaben. Dann sehen wir hier immer, okay, Key-Code, also Key ist erstmal D, V, A und so weiter, Key-D. Und ja, da kann ich natürlich viele, viele Sachen mitmachen. Vor allem kann ich aber auch hergehen und zum Beispiel irgendwelche Sachen automatisieren. Ihr könnt das hier auch ganz gerne einfach mal aufklappen und euch dann angucken, was hier tatsächlich passiert ist. Hier haben wir die Key-Codes, die ihr verarbeiten könnt. Hier haben wir den Key. In dem Fall ist es dasselbe, aber wie ihr hier gesehen habt, im Fall von klein d ist der Code Key D und der Key hier ist einfach nur ein kleines d. Und dann haben wir natürlich auch noch immer noch mehr Informationen, wie zum Beispiel Charcode oder Control Key wieder mal. Also wenn Steuerung gedrückt ist, kann ich alles machen. Problem ist natürlich immer nur, ich muss hier dieses Element auch wirklich überfahren. Also wenn ich jetzt hier einfach nur so, ich mache das nochmal kurz klein hier. Und ja, wir löschen das einfach mal alles. Wenn wir hier jetzt einfach nur irgendwo draufklicken, also Achtung, ich habe das Input-Feld nicht benutzt, dann kann ich irgendwas eingeben und es passiert überhaupt nichts. Aber das macht natürlich eigentlich relativ selten was. Es ist vor allem sehr, sehr cool, wenn man hier zum Beispiel die Funktion hat, irgendwie ein Passwort direkt zu überprüfen, ob eben alle Buchstaben irgendwie drin sind und so. Okay, ich kann natürlich auch dieses Input-Feld hier komplett auslesen. Also ich kann nicht nur den einzelnen Key
sozusagen benutzen, sondern ich kann natürlich hier jedes Mal, wenn dieser Event ausgelöst wird, dann landen wir ja in dieser Methode hier drüben, also in dieser MyClickHändler-Methode. Und hier kann ich natürlich hergehen und kann zum Beispiel einfach sagen, hey, ich möchte hier jetzt dieses Inputfeld einfach auslesen, was da drin steht, und kann überprüfen, ob es meine Regeln für ein Passwort erfüllt, also zum Beispiel sowas wie 8 Buchstaben, Groß-Kleinschreibung, Zahlen, Sonderzeichen, sowas, kann ich dann halt machen. Das ist sehr, sehr nützlich und wird auch sehr, sehr häufig benutzt. Okay, das war's von meiner Seite auch schon wieder. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch ein bisschen mehr gelernt über diese Events und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!